weil es über die Vorsteuer zurückbekommt. Das heißt, wo ein Unternehmen Ressourcen verschwendet oder Produkte verschwendet, sind diese Produkte von der Besteuerung außen vor, die werden nicht besteuert. Und das ist einerseits zu vermeiden. Andererseits, aber das liegt ja schon in der Natur des Wirtschaftens, dass man nicht gewinnminimierend arbeitet. Also wenn ich mehr Kosten produziere als nötig sind, habe ich weniger Gewinn. Nein, 90% Umsatzsteuer, die nein. Die Autoindustrie deutschlandweit verschrottet im Jahr ca. 100.000 Neuwagen. Die können sie nicht absetzen. Die wandern so, wie sie sind, mit 0 Kilometern in die Presse. Das passiert aber mit vielen Produkten, das sind nicht nur die Offenheit. Ich nehme jetzt als Beispiel. Das ist schon extrem. Und diese 100.000 Autos, die produziert worden sind, die haben Ressourcen, die haben Arbeitskraft, die haben was weiß ich verbraucht. Und die Autoindustrie stampft die ein. Könnten sie genauso gut in die dritte Welt spenden, die wären froh, wenn sie was zum Fahren hätten. Nein, es ist einfach günstiger betriebswirtschaftlich, die 100.000 Autos einzustampfen, als die irgendwie zu nutzen. Das ist produziert, das hat alles Umweltressourcen gekostet, das hat Schweiß gekostet. So viel zum Thema soziale Marktwirtschaft. Ja. Wie sozial ist das? Gar nicht. Das mit den Kosten, das ist also so eine Denkweise, das ist eine rein buchhalterische Denkweise. Ja. Aber ich muss dazu sagen, das ist leider nicht aus der Praxis. Leider nicht. Ich muss das leider den Herrn da drüben sagen. Entschuldigung, das ist nicht aus der Praxis, dieses Denken. Dass ein Unternehmer also Kosten neutral denkt. Mir fällt jetzt kein. Das Problem ist, mit den Autos einstampfen, nicht das Problem, die Erklärung ist einfach, um ein knappes Gut zu erhalten. Das ist ganz andere Denkweise. Die steckt eine Wirklichkeit dahinter. Knappes Angebot treibt den Preis nach oben. Ja, genau. Genau. Ja, aber das wird nicht durch eine Erhöhung der Kosten verhindert. Das so denkt ein Unternehmer. So denkt ein wirklicher Unternehmer. Das ist es. Nein, das war früher so, wie wir angebotsbeschränkte Märkte hatten. Ja, das ist ein ganz wir haben keine angebotsbeschränkten Märkte mehr. Wir können aus dem Stegreif sofort eine DDR schlucken können, die mit Kühlschränken, mit Fernsehern, mit Autos, mit allen Gütern versorgen, ohne dass irgendwo Engpässe auftreten. Und das waren für einen Haufen Leute, die wir damals von vor 20 Jahren auf einmal konsumtechnisch auf den Weststandard gebracht. Wir hatten nirgendwo Lieferengpässe. War kein Problem. Früher, vor 40 Jahren, hätten wir damit ein Problem gehabt. Da hätten wir geschrien, Türken, Jugoslawen, rein hier, komm, gute Löhne gibt's. Hauptsache, wir können produzieren. Aber heute brauchen wir das alles nicht mehr. Wir drücken auf den Knopf, ändern ein paar Computerprogramme und zack, bumm, haben wir eine DDR, 16 Millionen Leute, einfach so mit Konsumgütern innerhalb kürzester Zeit versorgt. Ja, aber mir leuchtet dein Beispiel überhaupt nicht ein, wie du solche Sachen zum Beispiel verhindern willst. Indem ich sage, mir ist es egal, lieber Unternehmer, ob du deinen Zucker vergammeln lässt oder ob du deinen Zucker in die Produktion bringst oder was du mit deinem Zucker machst. Ich will meinen Anteil fürs BGE davon haben, von dem Zucker. Ja gut, aber damit wird jetzt sowas nicht verhindert, weil der Endverbraucher zahlt das Produkt ja sowieso. Ich verhindere es nicht, aber ich bediene mich daran, fürs BGE. Das Produkt wird teurer und der Kunde sagt mir, das bezahlt. Der Kunde zahlt das sowieso immer, der Kunde zahlt alles. Der Unternehmer oder der Zuckerfabrikant würde sagen, ja gut, okay, einverstanden. Aber dann erhöhe ich den Preis, was letztendlich der Verbraucher dazu zahlen hat. Ja, aber es gibt ja auch Unternehmen, die wirtschaften ordentlich. Richtig, genau. Und die können dann zu einem billigeren Preis anbieten.
stell mir einmal die Frage mit dem, was bedeutet das, wenn man es täte, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von den Produkten, weil ja sehr viele Produkte sich aus vielen anderen Vorprodukten zusammensetzen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Problem darstellen könnte. Dann denke ich, dass die Unternehmen einfach, die haben ja die wahren Einstandskosten. Und es ist zunächst mal unökonomisch, wenn sie einfach überproduzieren. Aber ich gebe natürlich dem Redner da hinten recht, dass das ein wesentlicher Grund für eine Zerstörung von Produkten sein kann, dass man dann wieder eine Knappheit herstellt. Und das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall etwas ist, was tunlichst vermieden werden sollte. Aber ich glaube, an sich würden die gerne auch diese Kosten vermeiden. Sie machen es aber in einer brutal ökonomischen Kalkulationssicht, sage ich mal so, dass sie dann eben diese Knappheit wiederherstellen wollen und dadurch dann bewirken, dass dieses Produkt zu dem Preis weiter gut verkauft werden kann, in ihrer Rechnung. Ich möchte da jetzt mit drei so Papierstückchen antworten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe hier einmal ein blaues Papier. Das stellt den Materialwert dar. Ich habe hier ein andersfarbiges Teil. Das stellt den Arbeitswert dar. Und dann habe ich hier ein rotes. Das stellt die Lohnsteuer dar. Das Rote ist rein zufällig gewesen. Nein, ich bin jetzt gerade beim Vortragen gekommen, dass das eigentlich, ich drehe so. Ja. So, jetzt sind wir also heute so, wir haben einerseits die materiellen Produktionskosten, sprich, wir haben die Kosten für Vorprodukte. Dann müssen die Vorprodukte veredelt werden durch menschliche Arbeit, stellt dieser Block hier dar, und auf diese menschliche Arbeit erheben wir diese Steuer. Das ist der heutige Punkt. Jetzt ist die Überlegung, die Götz Werner zum Beispiel hat, wir schaffen diese Position einfach ab, brauchen wir nicht, kassieren wir ganz zum Schluss. Ich sage, wir schaffen diese Position Lohnsteuer, zwar als Lohnsteuer ab, aber wir schaffen die Position Steuer zu diesem Zeitpunkt nicht ab. Sondern wir gehen einfach her und sagen, okay, da haben wir den Materialwert, da haben wir den Produktionsfaktor und aus diesen beiden Faktoren erhebe ich eine Steuer. Punkt. Und simuliere mit dieser Steuer, indem ich die nicht mehr da neben die Einkommenssteuer oder Lohnsteuer lege, sondern indem ich die über die gesamte Produktion in dem in den Status lege. Ja, okay, das ist alles klar. Die Steuer obendrauf. Und ich habe nichts anderes gemacht, wie die Lohnsteuer simuliert, aber unabhängig gemacht von der menschlichen oder maschinellen Arbeit. Das heißt, die Maschine wird genauso besteuert wie der Mensch. Das heißt Menschenrecht. Und da muss ich alle politischen Hebel in Bewegung setzen, wie ich ja auch. Die Produktionssteuer fällt an, wenn das Produkt fertig ist. Egal, ob es verkauft ist oder ob es auf dem... Nein, wenn es verkauft wird. Ich kann es ja anders nicht bemessen, betragsmäßig. Ja, aber gerade dann verhindert es nicht eine Überproduktion. Doch, nee. Weil die Vorprodukte, also ich verhindere nicht Überproduktion, aber ich sage, der Bürger, der Mensch, der Staat wird beteiligt über die Vorprodukte. Keine Frage. Ja. Das heißt, aber die Vorprodukte... Ja, ja auch. Bitte? Ja auch. Nee. Nein! Weil der Unternehmer die gesamten Mehrwertsteuern als Vorsteuer abziehen kann. Ja. Das kann er dann nicht. Das ist doch nur eine Umverteilung. Nein! Das ist keine Umverteilung. Oh. Moment mal, ein BGE und eine BGE-Finanzierung ist Eier, Wollmilch, legende Sau. Sondern ein BGE ist irgendwo ein kleines Bausteinchen, das nicht alle Dinge da...